Guck mal. Hui. Oh, damit kann man die bestimmt auch später geil kiten. Na, mal gucken. Das könnte ja noch interessant werden, wenn wir hier so einen Jump-Schurken haben, der dann nur hin und her hüpft. Ja, warum nicht? Boah, ist das eklig hier. Bams. Und nochmal. Nee, hat schon wieder Cooldown. Stimmt, die hätte alles so lange Cooldown. Okay. Boah, stinkt hier. Was ist das? Naturfertigkeit notwendig oder Paket? Aha. Ratten. Boah, was ist das für eine Mega-Ratte hier? Zack. Yeah. Hoho. Alter, chill mal. So. Warum kniet die da so lustig? Hm. Ein bisschen Geld. Mensch, wir haben schon 7 Silber zusammen. Okay, den Hebel sollen wir betätigen, aber erstmal vielleicht mal kurz umgucken. Was hängt denn da? Hm, nichts Definierbares, würde ich sagen. Na gut, ziehen wir einfach mal den Hebel. Aha, cool. Ah, so umgehen wir das Ganze. Au, fuck, fallen. Boah, wie mies. Dann nehmen wir doch gleich mal einen Heiltrank. Ich hab gesagt, wir nehmen mal gleich einen Heiltrank. Ah, huiuiui. So, den müssen wir jetzt mal schnell kalt machen, weil der tut ganz schön weh. Ja. Stirb! Und zap! Huiuiuiui. Okay, ein bisschen Kohle. Achso, da lag noch ein Ring. Hey, ein Ring. Ein Ring der Vitalität! Hey! Können wir die schon anlegen? Erfolgsstufe 6. Ja, komm, ausrüsten und kann ich das identifizieren? Anlegen nicht möglich, schade. Achso, für Stufe 7. Yay, geil. Cool, dann haben wir gleich schon mal einen neuen Dolch, wenn wir dann 7 sind. Okay, also einmal Türchen auf. Na, jetzt geh weg. Und dann geht's weiter durch die stinkende Pampe. Und da vorne ist ein Lagerfeuer, cool. Damit einen neuen Einstiegspunkt und auch Heilung. Heilung. Oder auch Heilung. Ja, jetzt aber. Aua. Lustigerweise drücke ich immer 2, wenn ich eine Attacke machen will. Oh shit, da hätte ich mich mal nach oben porten sollen. Okay, ist der tot? Ja, der ist tot. Wir probieren es mal. Moment, hier 3, 2, 1. Und. Zip! Ah, geil! Ist ja voll gecheatet eigentlich. Aber ganz cool, muss ich sagen. Was ist da oben? Das will ich sehen. Schauen wir uns mal an, da glitzert es so schön. Hm, na, was ist das? Ja, was ist denn das? Ah, ein bisschen Materialien. Hm. Also die Kanalisation ist eklig. Möchte ich mal so sagen. Wir gehen mal schnell die auf der anderen Seite killen, bevor die uns hier sehen. Zack. Oh, Moment. Aha, da oben müssen wir auch ran, wie ich gerade sehe. Was müssen wir denn da machen? Aber erstmal müssen wir hier an den vorbei. Oh, da macht er eh Damage. Ja, weg mit dir. Zack. Bin ich ja mal gespannt, wie der Schurke später mal wird. Also gerade im PvP wird er bestimmt mal richtig lustig. Gerade mit dem Hin- und Her-Geflasche. Also ich kenne jetzt die anderen Charaktere zwar nicht, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, muss ich sagen. So, eigentlich würde ich den ja gerne direkt angreifen. So, machen wir auch. Uah, aua. Boah, machen wir einen Damage.
Eieiei, wir wollen ja nicht sterben hier. Okay, prima. So, wir haben jetzt gerade ja den Schlüssel gefunden und können jetzt hier die Hebel betätigen. Aber ich würde gerne einfach nochmal kurz zurückgehen und mich kurz an dem Lagerfeuer heilen. Feuer heilen. Denn, naja, ich glaube, Heiltränke sind knapp und eigentlich auch verschwendetes Geld, wenn gerade hier ein Lagerfeuer vor allem noch in der Nähe ist. Also heilen wir uns mal eben und ich trinke mal ganz schnell einen Schluck unauffällig, ohne es anzukündigen und so. So, okay. Dann sind wir auch wieder voll und weiter geht's. Jemand da? Nein. Kein Respawn, alles gut. So, mal gucken, was müssen wir denn jetzt hier machen? Schlüssel zum Öffnen der Tore suchen. Okay, also muss ich erst irgendwas anderes machen, nämlich den Schlüssel finden. Ja, jetzt. Okay. Shit, da oben ist noch einer. Shit, da unten ist noch einer. Nein, das war er. Du stehst da doof. Zack, zack und bap. Du bist kaputt. Oh, das ist sogar ein Named Mob. Ja, aua. Fuck. Komm runter, genau. Yeah, cool. Der kommt sogar. Sehr gut. Okay, der kam zum Glück nicht mehr zu dem Hit. Hätte bestimmt ordentlich gezwiebelt. So, und dann sollten wir hier die Ratten auch schon mal einigermaßen gut vernichtet haben. Krieg ich jetzt Dollfallschaden? Ja, ein bisschen. Das ist nicht ganz so tragisch und dabei auch keine Animation dazu. Todesrattenhort. Also sieht schon ganz cool aus hier, also mir gefällt's. So, und dann einmal aufmachen. Und da kommen schon die nächsten. Jetzt reicht's aber hier. Ah, doch, bisschen. Weiz. Vorsichtig um die Ecke lupen. Aha, wusste ich's doch. Bams. Lykantrophen töten. Yay, ein Archiv mit. Oh, und ein Video. Ich versuche den Namen gar nicht erst vorzulesen. Ihr habt den falschen. Hört man Namen. So, einmal ran und jetzt gibt's einmal mal ordentlich auf den Sack. Oh, also für mich meine ich. Mal schnell einen Healpot schmeißen. Ich glaube, ich mache mir erst die ganzen Minions hier kaputt. Also die Diener. Zack. Denn die machen, glaube ich, mehr Schaden als er selbst. Gerade weil es so viele sind. So, weg mit dem. Und einmal hinter ihn und dann Stun. Und dann ordentlich Damage drauf. Und jetzt kommen wieder kleine. Eieiei. Zack. Den haben wir. Prima. Puh. Uiuiui. Das hat ganz schön wehgetan. Wer liegt da? Und warum? Kann mir auch keiner sagen, oder? Das ist eine Truhe. Ey, Truhe. Kann ich die schon aufmachen? Ne, jetzt sagt er, oder lässt er mich wahrscheinlich jetzt erst machen. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Ja, ich war an dem Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher, aber da Krass auf mich hier mein Schicksal überlassen hat, bin ich niemanden mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karvzov, meine ich, ich kann seinen Namen nicht mal sprechen, verkrochen hat. Und auch, wo er die Krone versteckt hat. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass ja die Loyalität, meine ich natürlich, für beide Seiten gilt. Am besten, während ihm die Klinge in die Gedärme, ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kista! Und Neifang! Aasfresserstiefel, cool. Hey,
Ich rede mal wieder normal. So, die Aufgabe haben wir abgeschlossen und auch bald wieder ein Level hier fertig. Geht auch erst mit Stufe 7. Ich bin zu schnell, merke ich gerade. Ja, huch, falsche Taste erwischt. So, dann wieder zurück. Hallo. Dann geben wir jetzt einmal die Quest ab und vielleicht erreichen wir damit ja Stufe 7. Das wäre natürlich cool, weil dann haben wir jetzt zum einen die neuen Stiefel, die wir uns anlegen können, und dann auch noch die neuen, den neuen Dolch. Ja, das würde mir gefallen. Muss ich so sagen. So. Wir hüpfen da mal geschmeidig hin. Okay. Und einmal abschließen. Zähne einschlagen. Kämpfe sie bei den sogenannten Ruinen gegen Nash und treten sie anschließend oder treffen sie sich, ich kann nicht mehr lesen, mit Zoe Fargo. Okay. Hast du wieder eine Quest? Nein. Dahin. Alles klar. Okay, für Level 7 hat es leider nicht ganz gereicht. Ach, wie schade. Der soll angeblich irgendwas erzählen, wenn ich das da unten so sehe, aber ich höre nichts. Gar nicht darauf geachtet, ob man das denn auf YouTube hört, ob er das irgendwie aufnimmt noch, aber nee, ich glaube nicht. So, hier sollen wir Rebellen töten. Und dann machen wir doch gleich mal mit. So, Nummer 1. Na, habe ich da nicht was gesehen? Ja, das habe ich. Zip! Hallo! Die geben ja auch schon wieder auf die Mütze. Ja, wir sind jetzt nicht die tankigsten der Welt. Aber das war ja irgendwie zu erwarten. Ein unidentifizierter Gegenstand und ein Haufen Kram. Moment, ich hab mir gerade kurz die Nase so. Weiter geht's. Da seid ihr. Hui. Bams. Wo kommen die denn her? Oh, da wollen wir lieber rausgehen. Und da haben wir das Level Up. Yeah, cool. So, einmal alles einsammeln. Und einmal kurz ins Inventar gucken. Ah ja, schön, eine neue Rüstung. Die lege ich mir auch direkt mal an. So. Neuen Dolch haben wir noch, den lege ich mir auch direkt mal an. Was ist das? Identifizieren. Ach, ein Amulett. Ja, dann. Ja, egal. Können wir es eben nicht mehr handeln. Es ist jetzt halt seelengebunden. So, damit gehen wir uns ein bisschen Leben verloren, aber wir kriegen Kraft und Verteidigung rein. Das machen wir auch ruhig mal. Jop, jop, jop. So, irgendwie sehen wir immer noch so aus wie vorher, aber was ich sehr, sehr schön finde, ist, gucken, kann ich hier irgendwie dran scrollen? Ja. Man sieht Ketten hier drin. Ne? Also wenn ich die jetzt abnehme, sollte die dann weg sein. Als, machen wir mal kurz ablegen. Ja, tatsächlich, das finde ich sehr cool. Und wir werden gerade angeschossen. Okay, ich wollte noch eben kurz hier reingucken. Wir haben ja ein bisschen was geholt und Unsichtbarkeit erhöht die Reichweite und teleportiert zu einem. Ja, genau. Ne, also wenn wir jetzt Unsichtbarkeit noch mit rein haben, dann erhöht dieser gewandte Schlag die Reichweite zum einen. Oder dann können wir, haben wir eine größere Reichweite mit dem. Und was viel cooler ist, wir können uns auch zu Freunden teleportieren. So können wir natürlich geil abhauen. So, unser Ziel haben wir erfüllt, aber wir helfen trotzdem natürlich netterweise nochmal irgendwie zu Ende. Und außerdem gibt es ja auch Loot. So. Liegt da noch was? Nein. Oh, da ist noch eine Quest. Ach nein, danach sollten wir auch mit ihm sprechen. Also müssen wir es bei ihm hier abgeben. Oder ihr? Ne, ihr. Genau. Was sprechen die eigentlich für eine krass seltsame Sprache? So, Zähne einschlagen. Abgeschlossen. Zum Glück ist euch nichts passiert, Juwele. Ihr habt den Nashen ordentlich eingeheizt. Oh ja. Gerne wäre ich dabei gewesen, aber ich konnte das Versteck nicht aus den Augen lassen. Wie es aussieht, wissen sie inzwischen, dass wir ihnen auf der Spur sind.
Okay, der Krone so nah. Überfallen Sie auf der Suche nach Kasov das Nesche-Versteck. Die Nesche haben...